Hallo Sandro. Hi Markus. Frohe Weihnachten dir. Danke, dir auch. Die Weihnachten sind ja leider nicht so froh. Ja. Wir haben es lange nicht gesprochen. Uns ist ja gerade viel los, ne? Also jetzt gerade eben, deswegen sagte ich auch frohe Weihnachten, weil jetzt gerade irgendwie zu Weihnachten, da berufen sich auch alle auf Weihnachten irgendwie, Fest der Liebe und so. Ja. Wo fangen wir an? Ja, Fest der Liebe oder Fest der Hiebe? Naja. Ich muss sagen, ich bin echt erschüttert. Also ich habe ja gestern diesen Artikel veröffentlicht, der 4 Wochen lag der als Entwurf in der Website und ich habe lange überlegt, ob ich ihn veröffentliche, was ich schreibe. Es geht ja um die Gewalt gegen mindestens eines unserer Kinder im Umfeld der Mutter, körperliche Gewalt. Da wurde mindestens eins der Kinder geschlagen. Also ganz offensichtlich, weil es das Wechselmodell wollte. Das war genau in der Zeit, als ich letztes Jahr zum ersten Mal das Wechselmodell beantragt habe. Und ja, da ist jetzt über 1,5 Jahre lang nichts geschehen am Gericht. Und damals, als das war, habe ich das dem Gericht alles geschildert, habe es der Polizei geschildert. Das Kind hat es der Verfahrensbeistellung geschildert, genauso wie ich es der Polizei geschildert habe. Es gab dann noch auch einen Termin mit einem Psychologe bei der KJP Ulm, also Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie. Und dort hat das Kind auch noch mal das erzählt. Ja, da war dann sogar die Mutter dabei. Und niemand hat das Kind geschützt. Das Kind musste zurück. Und ich habe immer gehofft, dass man das doch endlich mal berücksichtigt am Gericht und dass das endlich mal auch das Kind endlich geschützt wird vom Jugendamt und der Verfahrensbeiständin. Und es ist nicht geschehen. Und am 6.12. war eine Verhandlung, wo ich das nochmal zur Sprache gebracht habe. Und seitdem ist wieder nichts aufgeklärt und das Kind nicht geschützt worden. Auch die anderen Kinder nicht, die ja diese, ich sag mal, Drohkulisse mitbekommen haben. Weil damals ja dieses Kind geflüchtet ist zu mir und 4 Wochen bei mir gelebt hat, über 4 Wochen. Das haben natürlich die anderen Kinder mitbekommen in der Zeit. Und diese Drohkulisse besteht nach wie vor, nach meiner Einschätzung. Und was bleibt einem da anders übrig, als dann zu sagen, okay, dann muss es sich eben die Öffentlichkeit anschauen. Wenn es nicht im Familiengericht passiert, wenn die Personen, die dafür zuständig sind, ein Kind zu schützen, es nicht machen, was bleibt einem Vater dann noch übrig, der sein Kind schützen will? Und ich bin jetzt erschüttert, weil es ist Weihnachten, es ist dieses angebliche Fest der Liebe und das betroffene Kind, ich weiß nichts, dass jemand sich jetzt wirklich darum gekümmert hätte, auch bei mir hat sich niemand gemeldet. Stattdessen kommt auf Facebook ein Kommentar von einem Verwandten der Mutter, der, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, ja, du hast es ja auch gesehen, wo mir Vorwürfe gemacht werden, ich würde hier wieder meisterhaft manipulieren und wo mir gesagt wird, ich solle zur Besinnung kommen zu Weihnachten. Also hier wurde ein Kind geschlagen und es ist nicht eine Manipulation, sondern das betroffene Kind hat es der Verfahrensbeiständin gesagt. Es ist aktenkundig. Es steht in einer Stellungnahme drin. Es gibt keine Zweifel daran, dass das Kind es so gesagt hat, weil eine unabhängige dritte Person es aufgeschrieben hat und Ja, dem Gericht bekannt gegeben hat. nicht nur eine, ne? Es wurde ja nochmal protokolliert bei der KJP. Richtig, bei KJP Ulm auch. Und die KJP Ulm wurde nach wie vor vom Gericht nicht befragt, trotz mehrfacher Hinweise.
Und es erschüttert mich. Also das Vorgehen der Staatsorgane erschüttert mich und das Vorgehen dieses Verwandten erschüttert mich, weil es ist ein Fakt. Niemand kann behaupten, ich hätte hier manipulativ etwas erfunden. Es steht in den Akten. Das wundert mich auch. Also mich erschreckt das auch, dass also du hattest ja die Wahl des Zeitpunktes. Ja, du hast gesagt, dass es lag 4 Wochen oder so lag's rum und die Gedanken dazu wahrscheinlich schon länger auch. Und du sagst eben, die Veröffentlichung ist deine einzige Möglichkeit, da ja kein anderer irgendwie darauf reagiert, der zum Beispiel zum Schutz irgendwie was tun könnte. Und was mich wirklich wundert, ist, dass der Fokus da so wegrutscht und so auf dich rutscht. Also, dass du irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Blödes machst, ja, manipulierst, wen auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man ein Kind so manipulieren kann, dass es 2-mal aktenkundig darlegt, dass es geschlagen wurde. Also das ist wirklich verrückt. Also für mich ist das so eine Verschiebung von dem Fokus irgendwie total. Das finde ich auch erschreckend. Es ist der Versuch, die eigene Verantwortung, die eigene Schuld, nämlich die Gewalt im familiären Umfeld, die körperliche Gewalt gegen mindestens eins unserer Kinder im Umfeld der Mutter von sich zu weisen, indem der Vater beschuldigt wird. Mit etwas, als der Vorwurf der Manipulation, wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, auch auf der Website freifam.de habe ich darüber geschrieben, jeder existierende Mensch manipuliert. Jede Aussage, jeder Blick, jede Geste ist sozusagen eine Manipulation. Neutral betrachtet manipuliert jeder von uns. Worum es geht, ist ja negative Beeinflussung. Und was hier gemacht wird, auch durch den Verwandten der Mutter, ist die Schuld umzuleiten auf mich. Das ist die Art und Weise, wie hier die Mutter geschützt werden soll. Und es ist ja pervers, weil dieses Kind, das geschlagen wurde, hat gestern Geschenke überreicht bekommen. Und diesem Kind wurde wahrscheinlich ein besinnliches Weihnachten, wie mir gewünscht, ja, dass dieses Kind zur Besinnung kommt und endlich aufhört zu denken, es wurde im Familienumfeld der Mutter geschlagen. Ja. Vielleicht war das ja auch damit gemeint. Und es war ja auch dort im Umfeld der Mutter anscheinend ein Fest der Liebe. Und dieses Kind muss leben mit dieser, ich sag mal, Bigotterie, dass es geschlagen wurde im Umfeld der Mutter und jetzt ein fröhliches, liebevolles Weihnachtsfest dort feiert. Und gleichzeitig ein Verwandter auf Facebook schreibt, ich würde das meisterhaft manipulativ machen und hätte mir den Zeitpunkt wirklich gut ausgewählt. Bitte, liebe Leute, denkt mal nach. Es ist Weihnachten, das Fest der Liebe. Bei euch wurde eins unserer Kinder geschlagen, nicht bei mir. Ja, das ist krass. Das, weißt du, ich bin da auch ein bisschen sprachlos, auch jetzt gerade, weil ich habe gestern mit meiner Partnerin auch drüber gesprochen, also auch über diese Kommentare und über das, was da passiert, über diese Schuldumkehr. Und uns ist halt aufgefallen, dass wir das auch erleben in unserem Umfeld und dass das irgendwie total normal ist, scheinbar. Es ist irgendwie so normal, dass das, ich weiß auch nicht, dass das viele Leute überhaupt gar nicht sehen können. Und das sieht man ja auch bei den Kommentaren weiterhin, auch in den Antworten darauf und so, dass dieser Aspekt irgendwie völlig ausgeblendet wird und nur davon geredet wird, weiß nicht. Weil du jetzt der bist, der eben irgendwie abweicht, weil du bist der unnormal ist, ja. Du bist ja unnormal, ja, du bist ja nicht normal. Ja, du gehst halt einen Weg, so, der ist unnormal, den gehen viele nicht, ja, und der sorgt für Unverständnis. Und dann bist du irgendwie der Auserkorene und dann wird alles andere ausgeblendet, so scheint mir das. Ja, vielleicht unnormal in dem Sinn, dass ich halt die Wahrheit ans Licht bringe und in die Öffentlichkeit. Die Dinge, die man gern im familiären Umfeld hinter einer glücklichen Fassade verbirgt, die bringe ich halt jetzt an die Öffentlichkeit. Und ich denke, deshalb ist dieser Verwandte auch
auf Facebook so abgegangen, dass er da mehrere Kommentare von sich gelassen hat, weil er halt am liebsten dieses Vergehen im Umfeld der Mutter, im familiären Umfeld, hinter dieser glücklichen Fassade hätte verborgen sehen wollen. Ja, da berührt es die Leute irgendwie, ne? Und dann sagen sie, du sollst irgendwie besinnliche Weihnachten aufrechterhalten oder so. Es sagt ja auch jemand anders, ich wollte es gerne mal zur Besinnung kommen. Und eben, ja, es gab noch eine andere Formulierung, vielleicht finde ich sie nachher. Aber jetzt kommen wir gerade, also sehe ich gerade einen anderen Kommentar von jemand anders. Zu Weihnachten gibt es vom Vater neuen Terror für Mutter und Kinder. Total verrannt hat sich der Mann und agiert langsam sogar böswillig. Also das ist ja auch wirklich erschreckend, dieses Bild. Weil, also wenn man es jetzt zu Ende denkt, du bist böswillig oder agierst böswillig, weil du etwas öffentlich machst, was einem Kind irgendwie Gewalt angetan, dass in einem Kind Gewalt angetan wurde. Oder, also, sehe ich das richtig? Ja, früher hat man ja den Überbringer der Nachricht getötet. Genau das wird hier jetzt gerade mit sozialem Rufmord versucht. Okay. Wenn man sich den Artikel anschaut auf freifam.de, ich bringe da nur Fakten. Nur Dinge, die in den Akten stehen. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt ja jetzt gegen die Verfahrensbeiständin wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Also da muss ja was dran sein, wenn die sich das anschauen, stelle ich mir vor. Und das sind einfach Fakten. Der Terror geht ja von einer ganz anderen Seite aus, nämlich die Seite, die Kinder schlägt. Die Seite, die sagt, oh ja, ist doch nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Also im Artikel steht auch Ohrfeige. Ja, das ist, Gewalt gegen Kinder wird immer verniedlicht. Das sind dann Backen. Ja. Ohrfeige, ja, es ist eine leckere Frucht, wenn man ein Kind schlägt. Wenn man sich mal die Begriffe anschaut, dann sieht man, wie die Verniedlichung von Gewalt gegen Kinder in unserem Sprachgebrauch derart drin ist. Ja. Wenn ihr das auffällt, also mir wird es ja schlecht, wenn ich lese eine Ohrfeige. Das hat nichts mit einer Frucht zu tun, wie stark, zeigen ja mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen. Dann hat es einen sofortigen Einfluss auf die zerebrale Struktur. Also da wird das Gehirn zerstört. Das Kind bekommt Angst, kann nicht mehr weiterdenken und Lebensoptionen erkennen, sondern sein Blickfeld, ja, seine Lebensperspektiven engen sich ein sofort mit dem ersten Schlag. Egal, ob es dann da eine Blutung gibt oder nicht, es hat sofort eine Auswirkung. Und sowas ist keine Frucht, ja, es wird da kein Samen gepflanzt, wo dann eine Feige daraus wächst, sondern es zerstört Lebensoptionen und es kann auch Leben zerstören. Und das Kind, das geschlagen wurde, hat ja Suizidgedanken gehabt, als es dann zurück zur Mutter sollte per Gericht. Also es zerstört Lebenskraft und Lebensenergie bei Kindern. Ja, nicht nur bei Kindern, aber wir reden jetzt von Kindern. Ne? Also jede Gewalt, jedem gegenüber. Also ich finde auch, dass dieser Fakt, dass das dann, naja, das hast du auch schon angedeutet, dass es danach verharmlost wird eigentlich und dass es sogar eben umgekehrt wird, dass du der, dass du pathologisiert wirst, damit dass du es weiter verfolgst und dass du auch es veröffentlichst, weil es der einzige Weg ist, das richtet auch nochmal größeren Schaden an jetzt als die Gewalt an sich. Also ich denke, ich finde, das ist nochmal so ein Nachhall an Gewalt. Weil das ja, Kind überhaupt keinen Ausweg mehr sehen kann. Also es kann ja gar keinen Ausweg irgendwo mehr sehen. Ja, und du siehst ja, wie unsere Kinder noch von April bis September diesen Jahres begeistert sich für das Wechselmodell eingesetzt haben. Genau. Briefe geschrieben an die Mutter in ihrer Verzweiflung, dass die doch endlich mal hört, was die wollen. Und wir haben ein Video aufgenommen als Botschaft an die Mutter. Und auch letztes Jahr, dieses Kind, das geschlagen wurde, hat alles in seiner Kraft Mögliche gemacht,
und hat es dem psychologischen Gutachter gesagt, der Verfahrensbeiständin, hat es allen gesagt, dass es im Wechselmodell leben will. Und was hast du jetzt? Die Kinder wurden jetzt zweimal vom Gericht angehört und jetzt am 4. Dezember, wie diktiert, ja, steht im Protokoll genau das drin, was quasi die Mutter oder die Verfahrensbeiständin oder das Jugendamt hören will von den Kindern. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die das wirklich so gesagt haben. Ja? Egal, ja, ob das jetzt wirklich das Protokoll dem entspricht, was die Kinder da gesagt haben. Ich will da nichts unterstellen. Aber du siehst, wie ab September, wo die Kinder nur noch unter dem Einfluss der Mutter und ihres Umfelds waren, in dem ja körperliche Gewalt stattgefunden hat, die Kinder ihren Mut verloren haben, für sich einzustellen und ihr Wille gebrochen wurde. Das ist meiner Einschätzung nach eine Dynamik, die unübersehbar ist. Also das heißt ja, dass Gewalt gegen Kinder, die das Wechselmodell wollen, lohnt sich. Und dass hier vom Jugendamt und der Verfahrensbeiständin und auch dem Gericht, wobei nicht klar ist, welche Verantwortung das Gericht hat, weil das Gericht verlässt sich ja auch auf die Verfahrensbeiständin und das Jugendamt. Also dass das hier anscheinend geduldet wurde von Jugendamt und Verfahrensbeiständin, wahrscheinlich um das Wechselmodell zu verhindern. Das ist doch hier das Schreckliche. Ja, der Eindruck kann entstehen. Und bei dir in diesem Artikel und bei dem, wovon du jetzt berichtest, geht es ja nur um die physische Gewalt. Die Folgen davon kann ich aus meiner eigenen Geschichte wieder eins zu eins bestätigen. Ja? Also das ist genauso verlaufen, ohne dass die Kinder geschlagen wurden. Aber die Möglichkeit, dass sie sich mit Vehemenz und über einen Zweijahreszeitraum in meinem Fall dafür eingesetzt haben, dass sie bei beiden Eltern gleich wohnen dürfen und können und übernachten können, ganz normal wie früher. Ich habe die ins Bett gebracht, seit die geboren wurden, quasi. Also kurz danach, ja, weil es bei mir leichter ging. War die gleiche Dynamik. Das heißt, es wurde verniedlicht. Ich habe es selbst erlebt, ja, bei Übergaben. Na, komm doch erst mal hoch. Obwohl der Junge halt gerade gesagt hat, ich will's nicht, ich will nicht. Ich gehe wieder mit, ich gehe mit dem Papa mit. Wurde lächelnd, wurde es weggestrichen. Na komm doch erst mal hoch. Also das ist pervers, finde ich. Und genau dieselbe Dynamik ist dort gewesen, dass diese Resignation, wie du es jetzt auch, glaube ich, gerade gesagt hast, eingetreten ist. Und die, also hin zu so einer Apathie und dann in der Folge sogar zu einer Ablehnung. Also eine Ablehnung von meinem Haushalt, eine Ablehnung von dem, was ich mache, wie ich es mache, zu meiner Person. Ich kann das bei meiner jüngsten Tochter, kann ich das am allerdeutlichsten sehen. Die konnte, also ihre Geschichte ist so, dass ich sie über ein Jahr nicht sehen konnte, weil die Mutter das verhindert hat. Und erst durch eine regelmäßige und verlässliche Konstanz, durch Verfahren, familiengerichtliche Verfahren, habe ich das erreicht, dass sie eben regelmäßig hier ist. Die ist aber eben immer noch weniger da als die Jungs, deutlich. Und bei ihr kann ich, also das Extreme ist wirklich, als meine Mutter einmal erzählte, und die hat sie wirklich selten gesehen in ihrem Leben, also wirklich sehr selten, im Gegensatz zu mir. Ja. Und sie rennt ihr bei der Übergabe im Kindergarten wirklich in die Arme und springt ihr in die Arme und rennt ihr entgegen und freut sich, dass sie kommt. Also ich glaube, sowas habe ich noch nicht erlebt beim Abholen. Also sofort, wenn sie mich sieht, meistens, ja, klappt sie zusammen, innerlich, äußerlich, still, apathisch. Also wie jetzt geht von mir irgendwie eine dunkle Aggression, dunkle Macht aus, und dabei war das nie der Fall, also nie irgendwas vorgefallen oder so. Und da hast du jetzt mit dieser dunklen Macht, hast du jetzt den Grund, warum der Verwandte der Mutter und auch die anderen da auf Facebook, die ins gleiche Horn blasen, warum die Schuld umkehren? Weil ein Kind, das Gewalt durch einen Elternteil erlebt, meistens sind es ja die Mütter. Ja. Statistisch sehen wir ja, nach der Scheidung leben die meisten Kinder bei der Mutter. Und du kannst Liebe nur durch Gewalt verhindern. Also musst du Gewalt anwenden, damit Kinder überhaupt sich einfügen und nur bei einem Elternteil leben. Ja.
auch andersrum die Gewalt. Ja, wenn ein Vater sagt, ich will mich gar nicht um die Kinder kümmern, ist das genauso Gewalt. Aber die Mutter, die sagt, ich will nicht, dass der Vater sich um die Kinder kümmert, wendet auch Gewalt an. Also Liebe kannst du nur durch Gewalt unterdrücken, verhindern, in Hass und Wut umkanalisieren. Und das war eben dann bei dir so, deine Tochter hat dich als diese dunkle Gewalt erlebt, weil sie ja, wenn sie ihre Liebe zu dir leben würde, Gewalt erfährt. Und irgendwann muss sie das dann umkehren, weil sie muss ja überleben bei dieser Person, die ihr Gewalt antut, um deine Liebe zu dir zu verhindern. Also spaltet sie das ab und sieht dich als denjenigen, der Gewalt anwendet. Deshalb hat dieser Verwandte der Mutter und die anderen Kommentatoren, die alle mir die Schuld zu werfen, haben genau diese Spaltung erlebt als Kinder. Ja, wahrscheinlich. Das wirkt wirklich so wie so ein blinder Fleck irgendwie. Oder wie ein Chip, der eingepflanzt ist. Ja, es ist alles genau andersrum. Es wird umgedreht. Ich präsentiere die Fakten und dann wird mir vorgeworfen, ich hätte Zusammenhänge dargestellt, die es nicht gibt. Also warum ermittelt denn dann die Staatsanwaltschaft? Ja? Du hast also, ja auch kein. Hast du Zusammenhänge überhaupt hergestellt? Achso, du hast gesagt, werden Kinder geschlagen, die für das Wechselmodell sind. Das sehe ich jetzt als Herstellung eines Zusammenhangs. Genau, das geschah in dem Kontext dieses Antrags und das Foto, das ich dann dieses Kind angeschaut hat auf Skype, wo dann der Kommentar der Mutter dazu kam, der da abfällig war zu diesem Foto und dann ist die ganze Situation eskaliert. Okay. Das steht für mich im Zusammenhang mit dem Bedürfnis dieses Kindes, bei seinem Vater zu leben. Ja, einfach, es muss ja gar nicht das Wechselmodell sein, einfach diese natürliche Bindung des Vaters, die da verhindert werden sollte. Die natürliche Bindung ist ja eine gleichberechtigte, ja, dass Kinder beide Eltern gleich lieb haben. Deshalb geschah nach meiner Ansicht diese Gewalt im Rahmen des Wechselmodellwunsches dieses Kindes. Ja. Und diese Spaltung, ja, jetzt wird mir vorgeworfen, ich sei spalterisch. Dabei bin ich der, der das Wechselmodell befürwortet, der den Kindern die natürliche Bindung zu beiden Eltern garantieren will, der beim Gericht ständig darum bittet und Anträge macht, dass doch die Kinder beide Eltern haben sollen. Und wohlgemerkt, das Ganze ja, obwohl das Kind im Umfeld der Mutter geschlagen wird. Das fragt sich ja auch niemand. Warum renne ich dann nicht zum Gericht und sage, hey, sofort die Kinder von der Mutter weg, ja, die darf die Kinder gar nicht mehr sehen. Ich mache das deshalb, weil ich will, dass ein bewusster Umgang damit geschieht, dass die Mutter und die Kinder sich bewusst damit auseinandersetzen. Es hat ja damals das Kind, das zu mir geflohen ist wegen der Gewalt im Umfeld der Mutter, hat ja damals zu mir gesagt, unter Tränen hat das Kind zu mir gesagt, Papa, das Kind hat glaube ich gesagt, Papa, ich glaube, die Mama wird irgendwann auf unserer Seite sein. Und es war so eine tiefe Enttäuschung von dem Kind, weil das hat der Mutter zweimal gesagt, was passiert ist, ja, dass es geschlagen wurde. Und die Mutter hat es beim ersten Mal nicht geglaubt und beim zweiten Mal hat sie dann der Version dieser gewalttätigen Frau geglaubt. Und dann war das Kind enttäuscht, dass die Mutter es so im Stich lässt. Und ich möchte, dass die Mutter endlich auf der Seite der Kinder steht und nicht auf der Seite dieser gewalttätigen Frau, dieser gewaltigen Person im Umfeld ihrer Familie, die nämlich nach meiner Einschätzung die Familie spaltet, sodass unser Kind zum Papa sagt, Papa, ich glaube, die Mutter wird irgendwann mal auf unserer Seite stehen. Ja, und ich glaube, sie wird irgendwann, heißt ja, ich hoffe, dass es wird. Sie hofft es, ja. Auch hier wieder diese Schuldumkehr. Ich will noch mal einen Kommentar vorlesen. Muss man den Kindern den Abend so etwas an diesem Tag antun und dann noch in der Abendmette auftauchen? Irgendwo steht, es sei psychische Gewalt, dass ich bei der Christmette war. Ja, das ist, die Kinder haben mich gebeten, dass ich komme.
und zuschaue. Und die waren glücklich, als sie gesehen haben, dass ich da bin. Die haben mir zugewunken. Warum auch nicht? Einer der Zwillinge war als Schaf verkleidet, zuckersüß, ja. Saß da in der Mitte der Kirche, hatten die eine kleine Bühne, da saß er. Und als er mich entdeckt hat, hat er mich 5 Minuten lang angeschaut. Die ganze Zeit, die da saßen, hat mir zugelächelt und war überglücklich, dass ich da war. Also die Kinder haben mich gebeten, dahin zu gehen. Und ich bin hingegangen als liebender und liebevoller Vater. Und dann schreibt jemand auf, was dann? Schreibt jemand auf Facebook, das sei psychische Gewalt. Ja, gegenüber der Mutter und den Kindern, du sollst sie mal in Ruhe lassen, wurde auch geschrieben. Also die Perversität hinter diesem Argument ist ja, der Typ, der offenlegt, dass da Gewalt, körperliche Gewalt im Umfeld der Mutter geschah, soll doch bitte die Familie in Ruhe lassen und nicht wie von den Kindern gewünscht in der Kirche sich hinsetzen und den Kindern zuschauen, weil das ist ja Gewalt. Und das, wenn ich das gemacht hätte aus diesem Grund, wäre es ja wieder Gewalt gegen die Kinder, weil die wünschen sich, dass der Vater kommt. Also im Grund ist diese perfide, perverse Argumentation nochmal so ein grausames Argument, um den Vater auszuschließen. Zu sagen, der Vater kommt dahin, und das ist psychische Gewalt, das soll die doch einfach mal in Ruhe lassen, diese Familie, in deren Umfeld ein Kind geschlagen wurde. Was ja, wenn ich nicht kommen würde und dem Bedürfnis unserer Kinder nachgehen würde, wäre das ja psychische Gewalt, weil dann die Kinder da sind und denken sie, wo ist denn der Papa, hat er uns nicht mehr lieb, warum kommt er denn nicht? Ja. Das erinnert mich an die Hexenverfolgung. Also ich weiß ja nicht mehr viel aus der Schule, weil ich... So gerade im Geschichtsunterricht ist nicht so mehr hängen geblieben, aber da wurde gesagt, also eine Methode zum Beispiel zu testen, ob jemand eine Hexe sei, ist, die in einen Sack zu binden, vielleicht noch Gewichte rein, keine Ahnung. Wenn sie untergeht, dann, fangen wir andersrum, wenn sie oben schwimmt, also nicht untergeht, dann ist es eine Hexe, weil dann das Wasser sie nicht haben will. Ja, also wird sie dann verbrannt. Wenn sie aber untergeht und, in der Folge ertrinkt, war es keine Hexe. Das erinnert mich irgendwie daran. Man kommt irgendwie nicht raus. Also einmal Hexe. Richtig. Nennt sich Double Bind. Also egal, was du machst, entweder ertrinkst du oder du wirst verbrannt. Ja, entweder das Wasser killt dich oder das Feuer killt dich. Und dann kommst du unter die Erde. Du hast quasi alle drei Elemente. Du hast keine Chance rauszukommen. Und genau das ist ja das Kennzeichen dieser Spaltung, die ich erwähnt habe, bei dem Verwandten der Mutter und auch der, also es sind ja meist Fake-Profile, aber es sind weibliche Namen, ja, die da mir vorwerfen, nicht immer, ja, aber die mir vorwerfen, es sei psychische Gewalt, wenn ich in die Christmette gehe oder ich würde jetzt hier das perfekt zu Weihnachten inszenieren, um da eine Spaltung. Nee, die Spaltung passiert auf den ihrer Seite, egal was ich mache, ja, wenn ich vor 1,5 Jahren, als das Ganze passiert ist und das Gericht nichts unternommen hat, vielleicht, weil ja Verfahrensbeistände und Jugendamt das Gericht irregeführt haben, wenn ich da eine Strafanzeige gestellt hätte gegen die Verfahrensbeistände und die Frau vom Jugendamt, dann hätte man gesagt, ja, was ist denn mit dem los? Der vertraut ja denen gar nicht, der ist ja unfähig, das Kindes wohl wahrzunehmen. Wie auch immer, dann hätte man da eben was gefunden, um mich schlecht dastehen zu lassen. Also Double Bind, die Unmöglichkeit, Erwartungen zu erfüllen, ist ein typisches Kennzeichen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Zu der ja auch gehört es, dem anderen vorzuwerfen. Richtig, das ist ein Symptom, ja. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung werfen den anderen die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist ja, deshalb ist es ja so schwierig, das auseinanderzukennen, weil dann hast du da ein Ehepaar zum Beispiel, wo jemand anfängt und sagt, ja, das ist ein Narzisst oder ein Borderliner. Und dann sitzt der andere da und denkt, was ist jetzt los? Das ist ja ein Symptom, also wahrscheinlich ist die Person ein Narzisst oder ein Borderliner. Und dann, was machst du dann? Wie willst du es denn feststellen? Mhm. Und was du dann halt machen kannst, ist, du schaust dir an, wie verhalten sich diese Menschen? Mhm. Und ich verhalte mich halt so, dass ich sage, Kinder zu beiden Eltern. Und das ist nicht spaltend, sondern das ist ausgleichend. Das entspricht dem natürlichen Elternrecht und dem natürlichen Recht der Kinder
auf Bindung zu beiden Eltern. Ja. Es ist sozusagen ein Naturgesetz unserer Gesellschaft. Ja, dieses Wort, diese Bezeichnung fiel mir auch immer ein, als ich mich mit Leuten unterhalten habe, merkte ich, es ist ein Naturgesetz. Ich meine, so kommen die Kinder in die Welt. Also sie kommen aus der Mutter raus, aber ich merke es bei meinem Sohn, bei meinem Jüngsten, wie wichtig meine Präsenz, wie wichtig meine Farbe in seiner Entwicklung ist, jetzt schon. Man merkt es. Man merkt, wie er mit mir anders ist als mit der Mutter und so weiter. Und wie er das beides wieder, wie er es beides, wie er danach giert, quasi beides zu bekommen. Ja, und ich würde sagen, jeder, der dieses Naturgesetz, diese natürlichen Rechte negiert, jeder, der sagt, nee, nicht Wechselmodell per Zwang, ja, das ist ja schon eine Umkehrung, das ist wieder eine Schuldumkehr, ja, weil Wechselmodell oder Doppelresidenz ist kein Zwang, sondern es ist das Naturgesetz. Ja. Das ist wie wenn man sagt, ja, also man darf das nicht bestimmen, dass per Zwang um 17 Uhr im Winter die Sonne untergeht. Dann sage ich, das passiert einfach. Es ist einfach so, die Sonne geht unter um 16, 17 Uhr im Winter, je nachdem, wo du in Deutschland lebst. Und es ist kein Zwang, sondern Naturgesetz. Und nach allem, was ich erlebt habe, ist klar, das Residenzmodell lässt sich nur mit Gewalt in Familien nach der Scheidung installieren. Also es ist nur mit Gewalt möglich, dass ein Kind nicht beide Eltern hat. Und wie schon gesagt, das kann Gewalt des Vaters sein, der sagt, ich will die Kinder nicht sehen, oder der sagt, ich will die Kinder nur jedes zweite Wochenende sehen. Was die Gründe dafür sind, will ich mal dahingestellt lassen. Es können ja gute Gründe sein, dass der Vater eben von seinem Arbeitsrhythmus her das nicht anders kann. Ja? Dann ist es eben, dann ist er von der Gewalt des Arbeitgebers oder gesellschaftlich, politisch, finanziell. Ja? Es sind einfach Lebensumstände. Aber es ist klar, das ist Gewalt, die Liebe verhindert. Und auf der anderen Seite Mütter, die verhindern, dass Väter, die es wollen, ihre Kinder sehen und Kinder ihre Väter sehen, gemäß des Naturgesetzes, dass beide Eltern gleich wichtig sind. Ich habe vorhin auch darüber mit meiner Partnerin gesprochen, die ist ja aufgewachsen als Residenzmodellkind, erzwungen, also wirklich hart erzwungen, und sie hat sich damit auch nie arrangieren können. Also man merkt ja oft so eine Kooperation, die dann auch einsetzt, aber sie hat es eben, sie hat nie, also sie wird auf irgendwelche Arten damit kooperieren, aber sie hat es nie akzeptiert damals. Und was sie aber vorhin erwähnt hat, war interessant. Wir haben ja in unserer Konstellation jetzt, und das ist wirklich sehr interessant, ihre Kinder als Wechselmodellkinder hier mit gleicher Zeitverteilung und meine Kinder als Residenzmodellkinder mit ungleicher Zeitverteilung, mit sogar nochmal verschiedenen ungleicher Zeitverteilung hier im selben Haushalt. Und sie als erfahrenes Residenzmodellkind Überlebende, als Residenzmodell Überlebende. Mhm. Und sie hat berichtet, also bei ihrer Tochter, bei einer Tochter gibt es jetzt so, ich sag mal, Probleme, wo sie sich entscheidet, mehr hier sein zu wollen, so tendenziell perspektivisch. Ja, mehr will ich da jetzt gar nicht sagen. Und da fiel ihr heute Morgen auf, der Mutter des Kindes, dass das ja tatsächlich nur im wirklichen Wechselmodell möglich ist, weil sie hat, also damals in ihrer Kindheit war das halt überhaupt keine Option, beim Vater mehr zu sein oder zu sein. Und das merke ich bei meinen Kindern auch, die blenden diese Option völlig aus. Wenn es ihnen mit irgendwas nicht gut geht, zum Beispiel, ob das jetzt ein einmaliges Ereignis ist oder irgendwas, also wie jetzt bei dir vielleicht auch die Gewalt oder so, muss ja keine Gewalt sein, kann ja irgendein Erleben, vielleicht, man will irgendwo an einem Wochenende nicht mit hin oder so, dann können wir ja bei dem anderen sein oder so, das ist ja eigentlich kein Problem. Aber tatsächlich ist es nur kein Problem, wenn du ein Wechselmodell lebst oder beziehungsweise wenn es eben die Grundlage ist. In einem erzwungenen, gewaltvollen Residenzmodell ist das halt einfach nicht möglich. Und damit werden die Kinder automatisch wieder gewaltvoll behandelt oder wieder unfrei. Also sie sind einfach unfrei und sie blenden eben diesen einen Teil ihrer Herkunft immer mehr, so ist mein Erlebnis, aus.
Und das hat sie berichtet aus ihrer eigenen Erfahrung, wo sie es hätte machen können. Sie hätte ja zum Vater gehen können. Aber es ging einfach nicht. Es war wie so ein... Ja, das ist dieser Chip, der eingepflanzt wird. Also dieser psychologische Chip. Dieses, sobald du als Kind, ich sage mal, einem Elternteil ausgeliefert bist, und das sehe ich hier in unserem Fall, wo ein Kind im Umfeld der Mutter geschlagen wird, die Mutter das erst nicht glaubt, dann der Version der gewalttätigen Person glaubt. Anstatt einfach dem Kind zu glauben, warum soll denn ein Kind erfinden, dass es geschlagen wurde? Und warum sollte ein Vater ein Kind manipulieren, damit es sagt, es wurde geschlagen? Also, wenn ich diese Fähigkeit hätte, ein Kind dazu zu bringen, glaubwürdig zu sagen, ich wurde geschlagen von jemand anderem, meine Güte, da könnte ich als Zaubermeister auftreten. Ja? Und warum hört niemand einfach dem Kind zu, nimmt es ernst, ja, fragt, wie ging es dir damit? Weil diese Fragen würden ja einen Hinweis darauf geben, ob das Kind wirklich erlebt hat. Und die Verfahrensbeamtin hat ja geschrieben, als das Kind dir erzählt hat, dass es mit Absicht ins Gesicht geschlagen wurde, dass das, wie steht es im Text? Habe ich es hier gleich? Also mal schauen. Ich glaube, das Kind wirkte wütend, ohnmächtig und hilflos. Ja, also die Verfahrensbeamtin hat durch ihre Wahrnehmung bestätigt, dass es, was das Kind sagt, mit seinen Emotionen übereinstimmt, was die Glaubwürdigkeit seiner Aussage beweist. Ja, sie ist keine Forensikerin, ich auch nicht. Sie kann keine aussagepsychologischen Gutachten machen. Aber es ist ja schon mal eine Richtung. Ja? Mhm. Warum hört niemand diesem Kind einfach zu, fragt, wie ging es dir dabei? Wie hast du dich gefühlt? Dann würde man merken, es war wirklich so. Mhm. Und dann kann man doch insbesondere zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, kann man doch mal sagen, okay, es gab diese Gewalt und wir gehen jetzt mal liebevoll auf dieses Kind zu. Wir stellen uns dieser Verantwortung. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, warum das erstens so eine Bewegung verursacht, also so einen emotionalen Aufruhr jetzt gerade. Und warum, wie du sagst, eben diese Hinwendung zum Kind nicht stattfindet. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es also ich glaube, generell erinnern uns Kinder immer schmerzlich daran, an unsere ursprüngliche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Also sie sind irgendwie so Inbegriff des Lebens. Ja. Ich meine, die haben sich gerade als Leben manifestiert, die sind so lebendig und so ursprünglich und verbunden mit der Welt und mit allem, was dahinter ist. Und ich glaube, wir sind oft schmerzlich davon berührt, dass wir das nicht mehr sind und dass wir das nicht können, nicht mehr können, vielleicht auch nicht durften. Ja, vielleicht haben wir eben Dinge erlebt, die uns nicht so lebendig und frei haben sein lassen. Und ich glaube, in dem Moment resoniert es eben mit uns so heftig, wenn wir sehen, irgendwie, ja, wenn wir solche Sachen irgendwie sehen und einen, der sich dafür einsetzt und sagt, schaut hin zu dem Kind und irgendwie wendet euch dem Kind zu. Irgendwie. Ja, es ist, also ich habe da mit zwei Psychologen gesprochen und die haben beide übereinstimmend gesagt, okay, wenn diese Person im Familienumfeld dein Kind geschlagen hat, dann geht diese Kette weiter. Also dann wurden auch andere geschlagen. Mhm. Und das ist auch der Grund, denke ich, ja, ich bin ja kein Psychologe, aber von dem her, was ich gelernt habe in meinen ganzen
Coaching, Therapiezeiten und so weiter und Bücher lesen. Je heftiger Menschen auf dieses Thema Gewalt gegen Kinder reagieren und die Schuld umkehren, ja, und nicht den in die Verantwortung zur Verantwortung ziehen, der die Gewalt ausgeübt hat, sondern den, der sie bekannt gibt. Mhm. Je stärker die Menschen da reagieren, wie es auch der Verwandte der Mutter unserer Kinder, umso wahrscheinlicher haben die selber diese Gewalt erlebt, umso wahrscheinlicher ist, dass sie selber geschlagen wurden und das, wie gesagt, abspalten müssen. Ja? Weil wenn sie es erkennen würden, dass sie geschlagen wurden, müssten sie ja ihre eigene Mutter dafür verantwortlich machen. Und sie müssten dann ja auch die Mutter unserer Kinder oder die gewalttätige Person verantwortlich machen. Das heißt, also ich habe das selber ganz krass erlebt. Ich habe eine Zeit lang so eine Gruppentherapie mitgemacht. Ich fand es hochinteressant. Da hat mich mein Therapeut eingeladen, hat gemeint, es ist nicht nötig, aber wenn ich will, kann ich mitmachen und so. Und dann war ich da dabei. Dann war da eine Frau, die hat dann so angefangen zu erzählen und dann hat der Therapeut zu ihr gesagt, ja, sie wurden ja geschlagen als Kind. Dann hat die gesagt, ja, so ein bisschen, wahrscheinlich habe ich es auch verdient, ja. Und dann hat der Therapeut gesagt, ein bisschen? Sie haben mir erzählt, dass sie mit dem Gürtel grün und blau geschlagen wurden. Man hat sie als Kind total kaputt geschlagen. Und da siehst du, wie die Frau, die das mittlerweile alles sieht, ja, dank der Therapie, wie die das verdrängt hat, was da passiert ist, weil sie war ja von den Eltern abhängig, sie hat sie geliebt und was konnte sie machen als Kind? Nichts, sie musste es abspalten, sie musste die Eltern als liebe Menschen sehen, um diese Gewalt zu verdrängen und weiter mit denen weiterleben zu können. Und ich behaupte, alle, die da auf Facebook oder auf Twitter mir jetzt vorwerfen, ich würde die Kinder psychisch gefährden, weil ich sie ihrem Auftritt in der Kirche beiwohne und mir das anschaue oder weil ich das öffentlich mache, dass hier körperliche Gewalt stattfand. All diese Menschen sollten bitte in sich gehen und sich fragen, warum sie sich so sehr gegen den Gedanken wehren, dass es sein kann, dass ein Kind von einer Frau im Umfeld der Mutter geschlagen wird und die Mutter nichts dagegen macht. Warum wehren die sich so dagegen? Wurden sie selber geschlagen als Kinder von ihrer Mutter oder von einer anderen Frau im mütterlichen Umfeld? Mhm. Da wird dann auch alles rausgekramt, ja, also da wird dann rausgekramt, wie du in den Videos lachst, dass du deinen Kindern Küsschen im Video sendest. Wird alles rausgekramt, ja, wie du aussiehst, wie du dich verhältst, wann du irgendwas machst, wie du irgendwas machst, nur um da nicht hinzugucken. Ja, und was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass ich keine Videos mache, dass ich nicht schreibe, dass ich mich nicht verhalte, dass ich gar nicht lebe. Ja? Das wäre quasi die Alternative dazu. Es wird mir sozusagen mein ganzes Sein vorgeworfen, mein ganzes Ich, mein Selbst wird mir vorgeworfen. Ja gut, dann geht es ja wirklich nicht mehr darum, dass wir uns sachlich auseinandersetzen, dass wir sehen, was passiert, dass wir ernst nehmen, wie sich Menschen fühlen. Wenn wir so weit sind, dass in unserer Gesellschaft Menschen, die ihren Kindern über Video 4 Küsse geben, weil sie sie anders nicht mehr erreichen können, wenn man ihnen sowas vorwirft. Nicht gesehen. Genau, und dann noch unterstellt, ja, er lacht ja noch dabei. Meine Güte, falls unsere Kinder diese Videos sehen, was ja vielleicht auch vorkommt, ja, was soll ich machen? Soll ich weinen? Soll ich verzweifelt sein? Soll ich Ihnen den Eindruck geben, euer Vater ist völlig zerstört und hat sein Leben nicht mehr im Griff und wirft euch 4 Küsse zu, weil er jetzt bald von der Brücke springt? Wie soll ich es denn sonst machen? Was wäre die Alternative? Oder soll ich wie ein Tagesschausprecher sagen, guten Tag, willkommen zu der Tagesschau, ich werfe meinen Kindern 4 Küsse zu. Und jetzt Israel. Ja? Was soll ich...
Wie soll ich mich verhalten? Na, das ist wirklich das Krasse, was du da sagst. Weil angenommen, die anderen 7 Milliarden Menschen hätten auch noch eine Vorstellung davon, wie du sein solltest. Da wird irgendwie ganz klar, dass es darum nicht gehen kann. Ja? Also, dass es eben nicht darum geht, wie jemand sich vorstellt, wie du bist oder wie jemand sich vorstellt, wie du nicht sein solltest, sondern da merkt man, dass es völlig weg vom Thema ist eigentlich. Vom Ego. Und das ist doch Gewalt. Das ist doch psychische Gewalt, jemand vorzuwerfen, er gefährde seine Kinder, wenn er ihnen in der Kirche zuschaut, was für einen schönen Auftritt sie machen, ja, in der Christmette. Oder dass jemand seinen Kindern für Küsse per Video zuwirft und das sei, was ist daran falsch, ja? Das ist doch psychische Gewalt, dass wir Menschen vorschreiben wollen, wie sie sich zu verhalten haben in ihren familiären Beziehungen. Und ich bin gezwungen, das Ganze so weit öffentlich zu machen, weil unsere Kinder nicht geschützt werden, weder vom Jugendamt noch von der Verfahrensbeiständin noch von dem psychologischen Gutachter. Und welche Rolle das Gericht spielt, ist mir noch nicht klar. Und es bleibt nur noch der Gang in die Öffentlichkeit, um hier in dieser Hoffnung, dass es da noch genug vernünftige Menschen gibt, vor allem auch vernünftige Frauen, von denen es immer noch, hoffe ich, genügend gibt, die sagen, hört auf, diesen Vater psychisch anzugreifen. Lasst ihn die Liebe zu seinen Kindern und die Liebe seiner Kinder zu ihm so leben, wie sie es wollen. Liebe ist ein individueller Ausdruck, im Hier und Jetzt selbstbestimmt. Vielleicht ein gutes Schlusswort. Ja, da können wir doch uns direkt nochmal frohe Weihnachten wünschen. Ja, nee, ich meinte, das war eigentlich ein gutes Schlusswort und ja, in diesem Sinne können wir uns trotzdem nochmal frohe Weihnachten wünschen. Ja, vielleicht vor allem in diesem Sinne besinnliche Weihnachten, ja, dass mal diejenigen, die solche Kommentare schreiben, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, ja, zur Besinnung sollen sie nicht kommen, sie sollen das einfach mal als Denkanstoß nehmen. Ja, Sandro, vielen Dank. Es geht auch weiter heiß her, also ich hatte die Sachen immer aufgehen sehen, es wird weiter kommentiert. Ich habe auch gesehen, dass immer wieder Kommentare aufgepoppt sind. Bleibt spannend. Ja, ich hoffe einfach, dass da Menschen die Gewalt gegen ein Kind ernst nehmen und es nicht benutzen, um hier ihre politischen Spielchen zu machen, um Väter oder Männer schlecht dastehen zu lassen. Es geht hier um ein Kind. Ja. Gut, Sandro, alles Gute. Danke, dir auch und euch allen noch weiter eine schöne Weihnachtszeit. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.